Also ich fange an. Hoch, links, runter, links, runter, links, runter, links, hoch, rechts, runter, links, rechts, rechts, runter, rechts. Es war richtig. Sehr gut. Und damit haben wir Fee Nummer 3. So. Schwer zu erkennen, aber hier ist ein seltsamer Riss in der Wand. Echt jetzt? Wie viel solcher Wände gibt's noch? Ich bin gerade. Ach so, ach so. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin gerade. Dieser Würfel verwirrt mich gerade total. So, rechts, 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 hoch, hoch, hoch. Hoch, rechts, rechts, hoch, 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 rechts, rechts, was, hoch, rechts, rechts, hoch, rechts, oh Gott, ich probier's mal, rechts, 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 hoch, 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 hoch. Rechts, 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 hoch, 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 rechts, rechts, hoch, hoch, rechts, hoch. Bäm, Schakalaka. Wuhu. Geil. Also, hoch, rechts, hoch, links, runter, links, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, runter, rechts, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, runter. Boom. Na dann. Hoch, rechts, runter, links, runter, links, runter, links, runter, links, hoch. Aber das kommt mir jetzt bekannt vor, das Muster. Ja, das ist hier. Das ist auf diesem Notizzettel hinterlegt. Okay, zurück zur Oberweltkarte. Super. Ich hab geschummelt. Ich geb's zu. Ich hab geguckt. Aber ganz ehrlich, wo sollst du hier anfangen? Wie sollst du hier anfangen? Also. Es war. Rechts oben, links oben, rechts unten, rechts oben, rechts unten, links unten, rechts. Ich hoffe, ihr konntet mitschreiben. Dann würde ich sagen, ab zur nächsten Fee. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der rechten Seite. Hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, links, runter, links, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, hoch. Ja! Geil! Jawoll. Guck mal, links ist eine Blume und vier Blumen. Oben sind fünf, unten sind zwei und sechs und rechts sind drei. Also links, runter, rechts, links, hoch, runter.
Komm, ey. Come on. Super. Damit haben wir auch die zweite Fee. Also, guckt nochmal an, wo ich auf der Karte bin. Da unten ist die Fee. Die wird doch hier super symbolisiert. Also, ich gehe mal davon aus, dass das ein Feensymbol ist. Jetzt habe ich sie. Oh. Oh, das Rückband. Yeah. Das Tunikbuch. So, nachdem wir jetzt ein paar Feen gesammelt haben, ungefähr 10 oder 12, weiß ich jetzt nicht, denn es ist nämlich sehr wichtig, dass wir 10 Feen haben, um diese Tür hier zu öffnen. Und es gibt genug andere YouTube-Dudes, wo ihr euch die Locations von den 20 Feen anschauen könnt. Und ich schätze, sind nicht so wichtig. Das Allerwichtigste ist halt wirklich für das gute Ende, dass man diese Tür hier öffnet, um die letzte Seite zu bekommen. So. Wie bin ich jetzt an die Tür hier rangegangen? Ganz einfach. Nachdem ihr 10 Feen gefunden habt und zu dieser Feenquelle geht, die hinter diesem Wasserfall versteckt ist, bekommt ihr nämlich diese Seite. Diese Seite habe ich mir als Screenshot gespeichert und habe das ausgedruckt, damit ich das sozusagen materiell vor mir liegen habe. Und dann bin ich halt alles Schritt für Schritt durchgegangen. Man sieht es unten in der Mitte unter der 12, fängt es halt an. Und dann fängt man halt mit den Seiten an. Denn die Zahlen bedeuten nichts weiter wie die Seiten in diesem Buch. So, und es fängt mit der 12 an. Wir können mal ein paar Beispiele machen. Zum Beispiel hier haben wir die, ich nenne es mal die Steuerung vom Spiel. Und rechts neben dem Controller haben wir dieses gelbe Quadrat. Und das symbolisiert sogar sozusagen schon den Weg. Und das habe ich mir halt übernommen. Und dann ging es halt weiter mit der 16. Also ich bin so weitergegangen. So, und hier sehen wir schon, ist der goldene Pfad, von dem ja sehr oft gesprochen wurde, gekennzeichnet. Also übertrage ich das sozusagen in dem Feld 16 und gehe dann weiter. Das wäre dann die Nummer 34. So, hier sieht man ja den goldenen Pfad, ist ja ganz klar hervorgehoben. Und dann 46. So, hier sieht man den goldenen Pfad über dem Buch. Das überträgt man sich. Und immer weiter, und immer weiter, und immer weiter. Hoch, links, runter, links, hoch, links, runter, links, hoch, rechts, links, hoch, rechts, runter, links, hoch, rechts, hoch, links, runter, links, hoch, rechts, hoch, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, runter, links, runter, rechts, hoch, rechts, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, rechts, runter, links, runter, links, runter, rechts, runter, rechts, runter, links, links, runter, rechts, runter, links, runter, rechts, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, rechts, runter, runter, links, hoch, rechts, hoch, links, runter, links, hoch, links, hoch, links, hoch, rechts, rechts, hoch, links, hoch. So, okay, jetzt gehen wir hier hoch. Ich muss ganz ehrlich sagen, Tunic wird das letzte Spiel sein, was mit dieser Grafik so ist. Ich weiß nicht, ob es an Tunic liegt. Es hat am Anfang unheimlich viel Spaß gemacht. Aber dieser Spaß hat dann bei mir dann ganz schön nachgelassen. Also dieses Steuerkreuzgetippe, das alles schön und gut. Mir gefallen die Rätsel. Aber das... Cool.
Das ist eine schöne Seite. Lieber Spieler, du bist weit gekommen, nicht wahr? Vermutlich hast du viele Geheimnisse gefunden. Vielleicht bist du über den versteckten Trophäenraum gestolpert. Vielleicht hast du sogar alle Feen befreit. Wir hoffen, du hattest Spaß. Aber es gibt noch mindestens eine Sache, die du tun musst. Wenn du deine letzte Seite, wenn dies deine letzte Seite ist, solltest du jemand Bestimmten einen Besuch abstatten und deine Weisheit teilen. Danke fürs Spielen. Oh, das ist ja süß. Behalte diesen Brief. Du weißt nie, wann er dir noch nützlich sein könnte. Dieses Dokument darf nicht entsorgt oder verzerrt werden. Oh, das ist ja süß. Mit den Unterschriften von den Entwicklern. Oh, das ist ja knuffig. Okay, das ist knuffig. Das ist schon wirklich sehr knuffig. Dafür hat sich das gelohnt. Dieser Aufwand hier. So, jetzt müssen wir einen Teleporter suchen. Denn jetzt steht ja nur noch der letzte Kampf an. Ja, also wie gesagt, Tunic ist ein schönes Spiel. Es macht auch Spaß. Nur dieses Rätseln mit dem Steuerkreuz. Nee, das... Also zwei, dreimal ist okay. Aber das dann nur noch machen, das ist blöd. Hat mir dann echt ganz schön den Spielspaß genommen. Aber trotzdem, ich freue mich, es gespielt haben zu können. Weil es ist ein gutes Spiel, kann man nicht meckern, macht schon Spaß. Aber ich habe mir gesagt, nach Tunic wird es bei mir nur noch Pixel-Art-Spiele geben. Denn ich will einen reinen Pixel-Art-Channel haben. Und diese Spiele hier, ja... Leider kommen die Erkenntnis zu spät, aber naja, jetzt sind sie nun einmal drinne und vielleicht gefallen sie ja doch dem einen oder anderen. Wenn nicht, na, dann ist es halt so. Aber ich kann zufriedenstellend heute Abend ins Bett gehen und sagen, ich habe Tunic beendet. Und hoffentlich auch mit dem guten Ende. Nerviger Typ. So. Das gefällt mir alles. Sieht alles sehr gut aus, aber ich muss die Maske aufsetzen. Leider muss ich die Maske aufsetzen. Denn ich habe so eine böse Vorahnung, was uns jetzt erwartet beim Endgegner. Warum wenn hier eigentlich. Warum kann ich hier eigentlich alles erblicken, was ich so geopfert habe? War das hier? War das der Schalter? Ja, ne? Ja. Na dann. Auf zum wahrscheinlich letzten Kampf von Tunic. Und es geschieht schon wieder. Doch diesmal sind wir bereit. Das ist unser Buch, oder? Großes Füchschen?
Hä? Was? 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 Wieso? Was? Kein Kampf, kein gar nichts? Das war's? Und echt? Jetzt chill ich einfach nur mit diesem großen Fuchs? Okay, das ist schon knuffig. Warum kämpfe ich nicht? Ich habe so viel gelesen von Kämpfen und allem, aber diesmal nicht. Das ist ja interessant. Das ist ja fast schon schade, dass ich alle Seiten gesammelt habe, hä? Hätte ich mir das auch schenken können. Oh, Mist. Naja. Gut. Also wie gesagt, Tunic macht Spaß, mega Spaß. Alles entdecken, alles wunderbar. Die Rätsel sind auch schön, nur dieses Steuerkreuzgedrücke immer und immer wieder. Oh. Ja, weiß ich nicht. Manche Sachen haben mir echt sehr gut gefallen, wie zum Beispiel, dass man rausgehen soll, einen anderen Spielstand laden um den goldenen Pfad und so. Das war schon alles cool, ja. Aber wie gesagt, ey, die Feen, die Geheimschätze, die große Bergtor, überall dieses Steuerkreuz. Du musst nur Steuerkreuz drücken und das hat mir echt die Spiellaune genommen. Und also wie gesagt, bevor ich mit den Feen angefangen habe, war das Spiel echt super. Aber nachdem ich dann mit den Feen angefangen habe, dann ging das richtig bergab. Ich konnte es nicht verhindern. Ich konnte nicht bremsen. Ich bin ungehindert Richtung Boden gebrettert. Und habe mir dann gesagt, boah, nee. Ich konnte mich nicht aufraffen, es tut mir leid. Ich wollte euch alle Feen zeigen, ich wollte euch alle Schatzkisten zeigen. Es ging nicht, ich konnte mich nicht aufraffen. Bitte verzeiht mir dies. Und ich werde versuchen, sowas in Zukunft zu vermeiden. Und danke fürs Spielen. Danke fürs Spiel. Also, und wie gesagt, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und würde mich freuen, wenn wir uns bei weiteren Projekten wiedersehen. Wie gesagt, das war Tunic. Ein sehr schönes Spiel. Hat Spaß gemacht. Und ich spiele. Ja, genau. Und nochmal werde ich es bestimmt nicht spielen. Das habe ich auch bei dem anderen Spiel gesagt. Aber na gut. Wir haben alle Kartenteile gefunden. Wir haben das gute Ende gehabt. Und wir haben alles behalten. Ich könnte jetzt nochmal losziehen, aber ich ziehe erst in einem neuen Abenteuer los bei einem neuen Spiel. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Also dann, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Bye, bye.